Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ja, viele fragen euch sicher, ich habe euch ja mal vor ein paar Parts gesagt, dass wir hier weitermachen werden. Da haben wir noch irgendwie 3 Missionen gehabt. Irgendwie in der Langhütte, dann haben wir noch mit der Jägerin sprechen müssen und so weiter. Irgendwie waren es 2 oder 3 Missionen hier, aber das sind so für mich Story-Missionen. Und da ich gerade im Grinding-Level bin, so in der Grinding-Session bin, fast menschlich, aber machen wir natürlich das hier. Ich bin wieder im God-Mode unterwegs, da ich jetzt offscreen, als ich euch die Sachen zusammengeschnitten habe hier, von den Weltereignissen und so, dass ich gar keinen Bock mehr habe momentan, irgendwie angepisst zu werden von irgendwelchen Dullis. Ich meine, ich habe die Kapuze auf, ich laufe sogar normal, ich renne nicht mal und die sehen mich. Ja, also entweder müssen sie das patchen, wozu trinkt man sonst einen Mantel, ne, über dem Kopf, und zwar den da, die Leute, die jetzt das erste Mal hier zugucken. Wozu mache ich das? Frage ich mich dann. Finde ich sehr komisch. Und soll ich euch noch einen coolen Trick beibringen? Wollt ihr mal Eivor mit, ja, sag ich mal, kurzen Haaren sehen? Macht ihr einfach Kapuze an, weil das Spiel will nicht, dass ihr irgendwie das, also hier die Kapuze dann wegnehmt, ne? Dann drückt ihr das vermehrt. So, bis es so ist, dann seht ihr hier nix. Aber wenn ihr dann die Gute hier im realen Spiel sieht, seht ihr einfach den Scheiß. Ne? Also, das ist ja ganz heftig. Wenn ihr es wieder beenden wollt, macht ihr einfach den da, fertig. Dann habt ihr die Kapuze wieder oben. Es wurde einfach nicht vom Spiel bedacht, dass man die Kapuze dann trotzdem abnehmen kann. Oder beispielsweise, dass man es nicht sieht. Ist das cool. Aber was mich jetzt gerade interessieren würde, ohne eine Ausrüstung, ne? Würde die Kapuze gehen? Zurzeit nicht möglich. Weil natürlich keine Kapuze da ist. Okay. Gut, das ist dann okay. Das nehme ich an. Finde ich trotzdem witzig, den Scheiß. So, was ist denn hier kaputt? Bitte, mein Schatz, du musst mir verzeihen. Ich kann nicht schlafen, nicht essen. Mit wem sprichst du? Hier ist niemand. Jetzt sind wir auf ewig beisammen, Frau. Du weißt nicht von meiner Seite. Flüsterst mir ins Ohr wie ein Mottenflügel. Wo kommt das Wehklagen her? Es ist, als würden die Wände vor Angst schreien. Dieser Mann wird von einer... Die Fäden gepustet und sie sind zerrissen. Sie ist weg. Staub und Knochen. Staub und Knochen. Du hast etwas Unverzeihliches getan. Ich rieche die Schuld hinter dem Verwesungsgeruch. Also musste man den killen. Ich kann dich in den Wänden kratzen hören. Weib, du gönnst mir keinen Moment Frieden. Kratzen, kratzen, kreischen, kreischen, heulen. Nennst mich ein Mörder, ich hab dich geliebt, doch dann hörte ich, wie du mir was mit dem Spatzen Intrigen ausgeheckt hast. Die ganze Nacht lang unter dem Mond tränke und Komplotte, um mir mein Geld zu stehlen, um meinen Geist zu verwehren. Du hast mich gezwungen, dich zu töten. Es tut mir leid. Wir lieben uns auf ewig, auch im Tode. Er hat seine Liebste ermordet. Kein Wunder, dass ihm die Schuld den Verstand raubt. Gut, das, das hätte jetzt auch etwas länger gehen können. Ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen, denn ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich da sehen, hören sollte. Aber gut. Wir haben jetzt mitbekommen, er hat seine Geliebte getötet. Zum Glück passieren dann solche Unfälle, dass die irgendwie in einen reinrempeln und dann sagt, ey, boah, was in der Hinsicht. Das ist dann für mich direkt eine Aufforderung, den zu töten.
So. Wieder aufgefüllt. Brauchen wir wahrscheinlich, je nachdem, wo wir Truhen plündern. What the fuck? Moment. Was siehst du? Sühnen? Sag mir mal, wo der Eingang ist. Sühnen? Ach, dort. Ich bin dran vorbeigerannt. Ach du. Heiligsblechle. So, darf ich mal... Ich sag's doch mal. Wir brauchen den Shit. Man sieht zwar hier kaum was, aber ist egal. Wenn ich schon nichts sehe, dann werdet ihr wohl noch weniger sehen teilweise. Ja, weil von der Capture Card ist die Belichtung immer ein bisschen dunkler. Ich muss schon heller spielen. Also ich müsste... Hehe. Hasta la vista. Nie wieder mit euch irgendwas machen. So, wo hat's jetzt die Masken? Ich habe ziemlich viele Masken mittlerweile. Und ihr seht auch, ich habe hier mal ein bisschen rasiert. Ihr seht, Artefakte haben wir nicht mehr viele. Aber was haben wir hier noch für Artefakte? Weil Reichtümer haben wir alle. Ach nee, hier haben wir alle Reichtümer. Gut, wollte ich gerade sagen. Und Artefakte auch. Hier haben wir noch nicht alle. Da muss ich dann noch hin. Da haben wir noch zwei Stück. Da kann ich mir das Ding nicht gönnen. Wo ist es? Hier. Das kann ich mir nicht gönnen. Warum auch immer. Da waren wir mal storybedingt drin. Also während der Rüstungszeit, wo ich alle Rüstungen gesucht habe und so. Und sonstigen Schmarrn. Von denen habe ich ultra viele gemacht. Hey, ihr wisst nicht, wie viele Fackeln man braucht teilweise, weil man einfach Fackeln nach oben schießen muss, weil es einfach das Siegel, was ihr hier kaputt machen müsst, um den Fluch zu brechen, einfach auf dem Baum ist, wo ihr nicht hinkommt. Das ist ultra dumm. Und das hier war auch so eine Sache. Hier hinten gibt es ja auch so ein Ding. Hier seht ihr, dass es nichts dran ist. Da war auch so ein Fluch mal. Da müsst ihr extrem gut getimed zielen. Weil sonst bringt ihr den Scheiß nicht, weil von vorne trefft ihr das 100% nicht. Man, ihr müsst irgendwie Felsen hoch und keine Ahnung, ist ein bisschen dezent. Bäh. Also, ganz im Ernst. Deswegen habe ich mich jetzt mal fokussiert hier auf den Scheiß hier, auf Artefakte. Oder eben auf Weltereignisse. Beispielsweise auf die römischen Masken da. Artefakte gibt es ja mehrere. Die beschissenen Fluchmale sind ja auch Artefakte. Was die aber bringen oder was die hier als Folklore drin haben, weiß ich auch nicht. Ihr könnt mich ja mal aufklären in den Kommentaren. Ich bin sowas von lost, was das angeht. Weil Wikinger haben für mich nichts mit Voodoo zu tun oder weiß der Geier oder mit solchen Flüchen. Es gab zwar schon Flüche, wenn man Vikings ansieht, aber die sind ein bisschen anders. Da gibt es keinen Ort, wo man nicht betreten kann und einem sogar Leben entzieht teilweise. Eure Bauern! Wäre dich da mit der Kuchen des Essens, wäre ich die... Und da gibt es ja auch noch eine. Bäckerin, komm her und binde mich los. Hier gibt es Wölfe und Bären. Es wird dir leid tun, wenn ich gefressen werde. Wer soll dann deine Taten besingen? Da, ich sehe es. Niemand soll deine Taten besingen. Oder meine, oder whatever. Danke. Wäre ich die Bäckerin. Komm her und binde mich los. Hier gibt es Wölfe und Bären. Es wird dir leid tun, wenn ich gefressen werde. Was, lass die Frau nicht frei, was? Sie folgt uns und verbreitet Unsinn. Ich glaube, dass mir von ihren Fersen tatsächlich die Ohren bluteten. Lasst sie doch. Herr im Himmel, Hilfe! Bitte! Warum warst du festgebunden? Ein kleines
dieses Missverständnis zwischen mir und den guten Menschen aus den umliegenden Dorfschaften. Wie ist dein Name? Eivor vom Rabenclan. Nun habe ich dich befreit, also gehe deinem Leben nach. Warte! Darf ich fragen? Der liebliche Klang deiner Stimme, dein starker, göttlicher Gang. Du bist eine Kriegerin, nicht? Eine einsame Barke, die auf den Wogen der Gelegenheiten treibt. Wohlan, was sehe ich da am Horizont? Abenteuer? Die Sterne haben unser Treffen angekündigt. Ich bin Bardin Aswig, die Schmeichelnde. Schon von mir gehört? Nicht schlimm. Das Schicksal schickt dich zu meiner Anregung. Ich folge dir und hülle deine Heldentaten in Dichtkunst. Keine große Sage, Eivor. Tu etwas. Irgendwas. Irgendwas? Eivor flieht vor dem, was war. Ja, sie rennt und macht sich rar. Kein Wunder, haben sie die gefesselt und sein gelassen. Wenn Ungemach und Ärger droht, hält Eivor inne und stellt sich. Flotter Fuß und stolzer Gang. Dicht mit dicht. Es reicht. Lauf mir nicht nach. Ich muss. In deinen Fußstapfen zu wandeln, ließ mich am Krug der Eingebung nippen. Du bist der Sinn meines Lebens. Ich gebe dir kein Geld, wenn es das ist, was du willst. Geld? Du beleidigst mich. Ich bin Künstlerin. Seelenloses Silber nährt mich nicht. Dichtung ist mein täglich Brot und Met. Also hoffe ich, dass das hier nicht blutig enden muss. Blutig? Schändlicher Judas, nein! Ich verabschiede mich. Dankeschön. War's das jetzt? Wir können den Scheiß nicht beenden. Flotter Fuß und stolzer Gang, dich bedicht ich stundenlang. Wenn Ungemach und Ärger droht, hält Eivor inne und stellt sich tot. Was zum Fick? Da ist noch ein Wildschwein. Es reicht. Lauf mir nicht nach. Ich muss in dein... So, das war wieder das, dann hier. Genug von dir. Kaum der Rede wert. Doch ich nehme es. Aswig, du wirst heute Brot und Milch speisen können. Das ist ein besonderer Tag. Ich danke dir. Aber bitte, geh endlich. Abschied ist ein Schmerz, der meinen Becher überlaufen lässt. Oh Gott, nee, müssen wir die jetzt noch eine Zeit lang mittragen? Eivor flieht vor dem, was war. Ja, sie rennt und macht sich rar. Oh Gott, kann man die erschießen? Tu etwas, irgendwas. Irgendwas, ich töte dich. Hallo. Roter Fuß und stolzer Gang. Dich bedicht ich stundenlang. Wenn Ungemach und Ärger droht, hält Eivor inne und stellt sich tot. Da möchte ich jetzt gerne wissen, wo ich hin muss. Vor dem, was war. Ja, sie rennt und macht sich rar. Daraus wird keine große Sage, Eivor. Tu etwas, irgendwas. Von oben saust der Pfeil herab. Bringt manchen arglos in sein Grab.
Ich wollte jetzt nicht mit dir reden, ich wollte looten. Es reicht. Lauf. Ich. Schluss jetzt. Ich werde mir dein Gefasel nicht länger anhören. Erst war der. Ich danke dir. Aber bitte. So lebe denn wohl, kühne Heldin. Vielleicht sehen wir uns wieder. Götter, hoffentlich nicht. Oh, hätte ich von Anfang an den Scheiß gemacht, hätte ich hier nicht noch. Oh. Einfach so eine Abzockerin, die Dieben. Kann ich die nicht umlegen, Mann? Meine Fresse. Und mit sowas muss ich mich abrackern, ne? Ohne Scheiß. Ja, das Level habe ich mir verdient. Zum Glück habe ich den Silberglitch. Sofern es ein Glitch ist, da mit den Bettlern. Gibt übrigens auch auf meinem Kanal. Falls ihr euch dafür interessiert. Also es ist nicht so wie der XP-Glitch, der einfach ungeheuer viel bringt, sondern ihr kriegt einfach mindestens so 50 Silber safe, weil ihr bekommt 58 Silber, müsst dabei mal 5 Silber abdrücken für den Bettler. Heißt also, ihr kriegt um die 53 Silber stets. Das heißt, mal 3 sind 150, also ja, 159. Und das bei jedem Run, wenn ihr das macht, immer wieder. Aber es ist nicht die Welt, muss ich sagen. Ich habe jetzt selbst, wartet mal, und ich habe schon ausgegeben. Inventar, ich habe nur ein bisschen dann noch gemacht. Moment. 600 Ressourcen noch. Also, von Silber. Nicht gerade. Oh Gott. Dankeschön. Das haben wir. Ja, ich benutze momentan jeden Glitch, den ich benutzen kann. Weil es einfach so unfassbar beschissen ist. Weil wenn ich hier in ein fremdes Lager reinlaufe, ist ja klar, dass die mich eigentlich angreifen. Okay, verstehe ich. Aber nicht, wenn ich in einer Stadt irgendwie randaliere. Einfach durchlaufen möchte. Nur Urlaub spielen möchte. Oder mich eben besaufen möchte. Ich kann, also ganz ehrlich... Was ist denn bei euch kaputt? So. Jetzt bin ich gespannt. Gratis EP. Aufmerksam bleiben. Überwachsam bleiben. Also das liebe ich. Oh, das war... Moment. Moment. Die nehme ich mit. Moment. Sag mir nicht, das ist ein XP-Glitch. Also, weil gerade so viele da stehen. Laden. Manuell speichern, laden. Habe ich jetzt mit euch direkt im Game eine Stelle gefunden, wo man einfach felsenhart cheaten kann. Beispielsweise den Kupferbahn-Glitch benutzen kann. Also Tungusten-Kupferbahn oder Allgemeinbahn-Cheat. Glitch, whatever. Und überaus noch viel XP mitnehmen kann. Das ist ja ultimativ nice. Jetzt habe ich einfach felsenhart so einen Kupferbahn-Glitch gefunden. Also, dass die kleine Truppe da wieder da ist, das glaube ich sofort. Weil das ist ja eine Patrouille, aber so eine Menge?
Ich muss sehen, was du siehst. Ihr wollt mich verarschen. Das sind aber trotzdem irgendwie 5 Stück. Ist das krank? Das muss ich mir merken. Wo ist das genau? In East Sexe? Genau oberhalb der Brücke. Hier neben dem Räuberlager Burlestuna. Oder wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. East Sexe. Also, diese Stelle merken. Wenn ihr mehrere Gegner auf einmal töten wollt und nicht nur immer so 3 Stück. Das ist ja krass. Ist das heftig. Weil wenn ihr immer nur so 3 Stück... Nee, ich möchte lediglich das hier machen. So. Wenn ihr jedes Mal nur 3 Stück killt, ist es nicht so. Aber warum haben sie sich hier festgebackt? Machen die das schon wieder? Nein. Das war jetzt gerade ein EP-Booster des Todes. Schade, stehen die jetzt nicht schon wieder da. Das hätte ich ziemlich gefeiert. Also ganz ehrlich, das hätte ich dann direkt als Guide benutzt. Aber nein. So krass dann auch wieder nicht. Wann war es sicher 10 Stück? Was zum... Ja, wer ist die hübscheste? Darf ich die töten? Unterholz und bringt dem Herrchen ein Vermögen ein. Ein feines Mädchen bist du, Rüffelinchen. Nettes Schwein. Schwein? Du Banausin. Rüffelinchen ist mehr als nur ein Schwein. Sie ist einzigartig und die schönste weit und breit. Soll ich euch zwei lieber allein lassen? Bitte gerne. Nur nicht aus den Gründen, die du andeutest. Du verwirrst ihre zarte Nase mit deinem modrigen Geruch. Manche mögen meinen Geruch. Also ist sie ein Pilzschwein. Ich hörte von solch seltenen Tieren. Pilze! Pff. Sie erschnüffelt Schätze. Schätze? Der Eppinger Wald ist voll davon. Und Rüffelinchen findet sie. Ah, sie hat eine Fährte. Komm, ich zeig's dir. So ist es gut, meine Liebe. Finde Reichtümer für uns und du wirst die süßesten Beeren zu Abend essen. So ein Schwein landet der auf dem Grill, aber nicht. Miss? Ja. Warum kann das Ding mich sehen? So ist es gut, meine Liebe. Finde Reichtümer für uns und du wirst die süßesten Beeren zu Abend essen. Und jetzt? Das ist doch kein Schatz. Das ist eine Pflanze. Boah, noch mehr olle Socken. Räuber lassen sie herumliegen und sie wird von diesem gottlosen Gestank angezogen. Vergebene Liebesmüh. Ich lege mich hin. Wenn Rüffelinchen wegrennt, folge ihr bitte, ja? Was sie findet, teilen wir. Socken kannst du behalten. Ich hätte sie gerne auf dem Spieß, aber... Ist die Sau jetzt verbuggt, im wahrsten Sinne? Ich muss den mal ein bisschen im Auge behalten.
Moment. Nein, Level verteilen mal kurz. Wieder eins komplett. Da sollte ich noch, aber dann brauche ich 3 Stück. Aber ich bleib doch jetzt nicht einfach beim Schwein. Ach so, nasser Schuh. Lauf, Rüffel! Finde etwas Schweres und Teures. Ja, man sollte ja teilweise noch sagen, dass man es aufnehmen soll. Alter Schuh. Oder alte Socke. Meine Fresse, und als ob ich da mit dem was... Hallo? Ja, Trüffi? Ich drück schon Dreieck. Aber hier kann ich nicht... What the fuck? Ist die Sau verbuggt? Sprich mich nicht von der Seite an. Arschloch. Hallo. Ja, gute Ausbeute. Schön, Rüffelinchen. Du bist wirklich die Beste. Los, Rüffelinchen, renn, als wäre der Fenriswolf hinter dir her. Wir sind der Fenriswolf, aber ist okay. Sind sogar schlimmer. Fun Fact, er ist vorhin daneben durchgerannt. Daneben komplett vorbei. So, und jetzt? Du könntest es mit Gullinwursti aufnehmen. Freyas goldenem Eber. Wurdest du auch von Zwergen erschaffen? Oh, was täte ich nicht für ein Tier, das so klug ist wie du? Nicht wirklich. Ihr werdet... Das war mein Bruder! Stirb! Nicht wirklich. Du bist Schweinefutter! So, mein Schätzchen. Diese stinkenden Schurken behelligen dich nicht mehr. Tja, nicht mal abgeben müssen wir was. So, nice. Dann hätten wir das auch. Ja, wo geht's jetzt hin? Ich würde mal sagen, die nächste Anlaufstelle ist hier. Nur noch eine Mission und dann ist es vorbei.
Weil dann haben wir, jetzt haben wir schon gleich unsere 30 Minuten. Ja, die Zeit, die 30 sind vorbei. Dass es nicht zu lange geht. Dann mal wieder offscreen ein bisschen was. Sehr gut. Dann bin ich wieder ein bisschen dezent weitergekommen. Nicht ganz so weit, wie ich gewollt hätte, aber... Man, ja, aber auch nur wegen dieser alten Schabracke, ne? Dichtkunst. Warum fange ich wegen der Kuh jetzt an, Dichtkunst zu hassen? Meine Güte. Sei kein Idiot, sonst bist du tot. Das würde jetzt Killer Bee sagen. Ohne die Maske gehe ich hier nicht weg, du Stück Dreck. Göttlicheren Taten! Mit deinem Teufelsquatsch vernichtest du unsere Leben! Ich freue mich für eure barbarischen Melodien! Tanz! Musik! Wen von euch muss ich abschlachten, damit hier Ruhe herrscht? Da. Voila. Hallo, einfach runter. Was ist da so ein Problem dran? Ach so, da oben. Ja, das ist aber cool gemacht. Ich muss dir leider dein Gesicht rauben, sorry. So, darf ich mal mich eingrätschen? Ihr pisst mich nämlich dezent an. Dankeschön. Was denn hier kaputt? Warum jault ihr so? Wir sind eine Bardentruppe, die mit Musik heilt. Wie eine Arznei. Doch dieser Irre, der sich selbst zum Bischof der Trümmer ernannt hat, lehnt uns ab. Er sagt, wir klingen wie des Teufels Dudelsack. Dieses seltsame Instrument aus einer Blase und Knochen? Es klingt eher wie ein altes Klageweib. Er verscheucht unser Publikum mit seinem Untergangsgerede. Dabei haben wir solche Sehnsucht nach Musik. Ein hehres Anliegen. Vielleicht muss er von eurem Talent überzeugt werden. Du würdest uns helfen? Himmel, hurra! Du magst auch Musik. Das ist ein gutes Zeichen. Ah, diese Missklänge! Warum erlaubst du dem Jungen nicht zu spielen? Er bringt den Menschen Freude. Musik ist der Darmwind des Teufels, ranzig und faul. Ich als Bischof der Ruinen werde das nicht dulden. Bischof der Ruinen? Ist dieser Titel von Alfred? Nein, von Gott selbst. Er sprach zu mir, als ich eines Tages auf diese Steine pisste. Ich bin sein Instrument, das diesen Teufelsklang zermahlen soll. Da bin ich aber anderer Meinung. Meum est sordidum planetum und revolutum. Mitten in die Fresserei! Und hier, man wurde. Neckisch, feiger und gemein! Vergebe dich, Gott! Der hat ein bisschen Haue gern! Du hast uns große Dienste geleistet. Darüber werde ich ein Lied schreiben. Leb wohl! Möget ihr weiter holdes Lied gut ersinnen. Hip, hip, hurra! Alles ist wunderbar! Wir 3 Sekunden dachte ich, hä, warum greift er mich nicht an? Ja, Kunstdünger, ne? Wenn ich den Gottmode anhabe, sehen die mich ja nicht.
Im Kampf. Nö. So. Das wäre das gewesen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn wir weitermachen mit diesen Weltereignissen. Jetzt werde ich nochmal eine Pokémon Renegade Platinum mit Folge aufnehmen. Heute wird wahrscheinlich die Ding kommen. Die Arena. Mal schauen. Wird lustig. Ob ich es geschafft habe oder nicht, werdet ihr sehen. Ich glaube, ich habe es nämlich geschafft oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So mehr schlecht als recht. Ob ich ein Pokémon verloren habe oder ob ich mein halbes Team verloren habe, werdet ihr auch sehen. Oder ob ich euch hier gerade ein bisschen an der Nase herumführe. Ich weiß, ich bin gemein. Aber so kennt ihr mich. Tödle.